Lektion 363 aus Ein Kurs in Wundern. Die letzten Lektionen. Unsere letzten Lektionen werden von Worten so frei bleiben, wie nur möglich. Wir verwenden sie nur zu Beginn unseres Übens und nur, um uns daran zu erinnern, dass wir über sie hinauszugehen suchen. Ja, wir wollen über die Worte hinausgehen. Doch als erstes möchte ich einmal Danke sagen, danke für all die Worte des Dankes, die von euch kommen, sei es in den Kommentaren auf YouTube oder per E-Mail. Vielen Dank euch. Es freut mich natürlich und es ist sehr schön, dass wir gemeinsam wirken. Denn immer wenn sich etwas in dir verändert, verändert es sich ja auch in unserem einen Geist. Es ist ein gemeinsames Lernen und Wirken. Und ich bin genauso ein Lernender. Ich teile einfach nur mein Lernen und das ist alles. Ja, und manchmal gelingt mein Lernen besser und manchmal eben schlechter. Eine Frage, die ja doch immer wieder auftaucht, ist: Ich höre den Heiligen Geist nicht, ich höre nicht die Stimme für Gott. Wird mir überhaupt geantwortet? Und weil ich genauso lerne wie du auch, kenne ich diese Frage sehr, sehr gut, weil sie mich auch bewegt hat. Und ich manchmal dachte, ja, wofür mache ich denn das alles? Es geht überhaupt nichts weiter. Hör nichts, ist nichts. Naja. Und heute möchte ich einmal teilen, was mir geholfen hat. Wobei ich das sowieso immer teile. Ich halte nichts zurück. Ihr wisst immer, wo ich stehe mit dem, was sich mir irgendwie erschlossen hat, das teile ich. Denn in dem Moment, in dem ich es teile, ja, kriegt es nochmal auch eine andere Wirklichkeit. Und deshalb freue ich mich, es teilen zu können. Doch möchte ich noch einmal ganz explizit jetzt darauf hinarbeiten oder hingehen, wie ist es denn, wenn es nicht so richtig zu klappen scheint? Was kann man tun? Und Punkt 1 ist, und das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen, dass ich mir gesagt habe, okay, was in diesem Kurs steht, stimmt. Ich kapiere zwar bei Weitem nicht alles und manchmal ist es mühsam, aber ich glaube, hier liegt die Wahrheit. Das, was hier drin steht, stimmt. Und ja, ich tue mich manchmal schwer damit. Doch diese Akzeptanz, hier steckt die Wahrheit, die hilft mir enorm, denn jetzt ist das Ziel klar, jetzt ist die Position klar. Es geht jetzt nicht mehr darum, die Wahrheit zu suchen, sie ist da, sie ist direkt vor meiner Nase. Jetzt geht es nur noch darum, die Wahrheit in Erfahrung zu bringen. Und das ist etwas völlig anderes, als wenn ich noch, ja, umherirre und in jenem Kurs, in
diesem Konzept in jenem Seminar suche und hoffe, dass hier es mir weiterhilft, dass ich hier eine sozusagen neue oder bessere Wahrheit erfahre, weil die im Kurs halt irgendwie so kompliziert ist oder wie auch immer. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Die Position ist jetzt, was in ein Kurs in Wundern steht, ist die Basis. Und das sage ich mir immer wieder, wenn es ja einfach mal eng ist und schwierig. Das heißt, ich sage mir, der Welt ist schon vergeben, nur erkenne ich es noch nicht. Und ein zweiter Punkt ist, und er referenziert auf diese Basis, im Kurs steht, Gott antwortet immer. Immer. 100%. Es gibt keine Ausnahme und ich selbst bin auch keine Ausnahme. Keine Geschichten, warum es bei mir nicht klappt. Ganz wichtig. Ich habe mir natürlich auch Geschichten erzählt, warum das jetzt gerade schwierig ist und bei mir jetzt irgendwie anders. Nein, Ende aus, keine Geschichten. Wenn es nicht zu klappen scheint, dann nicht, weil Gott nicht antwortet, weil die Stimme für Gott still ist oder der Heilige Geist, sondern weil ich offensichtlich, und das bringt uns gleich zu Punkt 3, nicht gewillt bin, sie zu empfangen. Und ja, ich kenne auch das Argument, das in einem sofort hochschießt und sagt, das stimmt ja gar nicht, ich will doch, ich will die ganze Zeit und es klappt ja nicht, ich mühe mich doch nicht ab und mache hier rum und dann, was soll das? Ich will. Aber wenn wir ganz genau hinschauen, dann stimmt das nicht. Wir wollen schon, aber wir wollen auch irgendetwas anderes. Und es gilt erstmal, das jetzt zur Kenntnis zu nehmen, zu sagen, okay, die Stimme für Gott antwortet 100%. Aber ich habe noch irgendeine Blockade am Werk. Und der nächste Punkt ist zu sagen, aber die Entscheidungshoheit liegt bei mir. Das ist, und das steht auch im Kurs ganz klar drin, es ist sogar die einzige Entscheidung, die wir treffen können, auf welche Stimme hören wir. Alle anderen Entscheidungen, die wir zu treffen scheinen, sind illusorisch. Denn wir treffen diese Entscheidungen nicht alleine, sondern wir treffen sie entweder mit der Stimme des Egos oder mit der Stimme für Gott. Doch worauf wir uns 100% alleine entscheiden können, ist, auf welche Stimme hören wir. Und deshalb sage ich mir, die Entscheidung liegt bei mir. Wenn ich sage Stopp, dann ist Stopp. Und probier das aus. Du wirst sehen, es stärkt dich. Es stärkt dich, wenn du sagst, gut, meine Basis ist der Kurs. Darauf vertraue ich, auch wenn ich es noch nicht ganz kapiere. Macht nichts. Ich werde ja dann geführt. Dann sagen wir, Gott antwortet immer, ohne Ausnahme. Und ich möchte die Wahrheit empfangen.
denn das beginnt deinen Geist zu öffnen. Und drittens, die Entscheidung, auf welche Stimme ich höre, liegt bei mir. Und viertens, und jetzt ist Konsequenz gefragt, die Aufmerksamkeit nach innen richten und zu allen Gedanken, die so anfluten, sagen: Stopp, du bist jetzt nicht dran, und vertraue darauf und spüre das in dir. Du hast die Entscheidungshoheit. Geh in dieses Gefühl, du hast die Entscheidungshoheit. Wenn du sagst, Stopp, ist Stopp. Und du kannst deine Aufmerksamkeit nach innen richten. Und du brauchst nichts erwarten, sondern nur beginnen zu spüren. Und du kannst das unterstützen, indem du sagst: Heiliger Geist, ich will nur wahre Gedanken denken. Heiliger Geist, führe du mich in die Stille. Und mehr braucht es nicht. Vielleicht musst du diesen Satz, ich will nur wahre Gedanken denken, immer mal wiederholen. Vielleicht musst du hin und wieder Stopp sagen, wenn doch wieder Gedanken auftauchen. Stopp, du bist nicht dran. Und mach das einmal. Und mach es so lange, bis du einen gewissen Frieden, bis du eine gewisse Ruhe verspürst. Denn die Antwort Gottes ist immer irgendeine Form des Friedens. In dem Moment, in dem es ruhiger in dir wird, empfängst du die Stimme des Heiligen Geistes. Übe genau das. Du brauchst noch nicht darüber hinausgehen. Wenn das funktioniert und du ein bisschen Ruhe empfängst, dann kannst du einen weiteren Schritt machen, aber erst dann. Dann kannst du zum Beispiel sagen: Heiliger Geist, betrachte du die Widerstände in mir, ich kenne sie nicht, doch kann ich damit nicht umgehen. Nimm du sie. Heiliger Geist, zeige du mir die Wahrheit über diese oder jene Situation. All die Dinge, die wir in den Übungen gemacht haben, kannst du dann anwenden. Die Basis ist, sich selbst und den Geist zu disziplinieren, eine gewisse Spanne der Aufmerksamkeit zu halten, die nach innen gerichtet ist. Es muss nicht lang sein, doch den Punkt, dass es ein bisschen friedlicher wird, etwas ruhiger, den sollten wir erreichen. Und das tun wir durch die Selbstermächtigung. Wir sagen, im Kurs steckt die Wahrheit, ich glaube, was da steht, und ich will darauf bauen. Und wir wissen, Gott antwortet immer, und wir hören endlich auf, uns Geschichten zu erzählen, warum das irgendwie anders ist und bei uns wieder was Besonderes und hier und jenes. Alles Käse. Alles Ego-Gedanken brauchen wir nicht. Mülltonne auf, Gedanken rein, Mülltonne zu, danke, Wiederschauen. Oder besser, nicht auf Wiederschauen.
Und wir entscheiden. Und dieses Wir entscheiden heißt aber auch, die Verantwortung zu übernehmen. Wir sind verantwortlich für unsere Gedanken, für unsere Gefühle. Wir sind letztlich verantwortlich für unsere Projektion. Und in dem Moment, in dem wir sagen, gut, dann stelle ich mich dieser Verantwortung, habe ich auch gleichzeitig die Entscheidungshoheit. Denn Verantwortung und Entscheidungskraft gehen Hand in Hand. Und so werden wir Ruhe finden und Frieden. Und das wird sich mit dem Üben immer weiter ausbauen. Es wird leichter gehen und ausgedehntere Sequenzen des Friedens und der Ruhe werden wir erreichen oder werden uns geschenkt, je nachdem, wie du es sehen möchtest. Und so treten wir immer ein in diesen heiligen Augenblick. Und diesen heiligen Augenblick verwenden wir nicht für eigene Zwecke, denn dann ist er schon wieder vorbei, sondern wir schenken ihn der Schöpfung, der Quelle, Gott. Und dann bekommt dieser heilige Augenblick eine ganz andere Kraft. Und das kannst du spüren, wenn du dich jetzt darauf einlässt, deine Aufmerksamkeit nach innen richtest. Du brauchst nichts erwarten, denn du machst dir ein Geschenk. Und wir erwarten nichts für ein Geschenk, denn wir geben etwas in Liebe. Und es darf dann sein, was ist. Und so schenkst du jetzt diesen Augenblick des jetzigen Momentes. Du schenkst deine Gegenwärtigkeit. Du schenkst dein Sein. Gott. Und du erwartest nichts, doch freust du dich, es geben zu können, deine Liebe geben zu können. Und vielleicht kannst du auch schon spüren, wie sich dein Frieden, deine Ruhe vertieft, deine Freude vergrößert. Und du kannst dich fragen, warum sollte ich mich noch um irgendwelche Pläne kümmern, irgendwelche Ziele setzen, wenn ich eh nicht weiß, was die Wahrheit ist, wenn ich eh alles missverstanden habe, weil ich ja nur meine Projektion erlebe und nicht die Wahrheit, weil ich über meine Glaubenssätze stolpere und über meine Urteile. Dann vertraue ich doch besser dem großen, unbeschränkten Wissen, der tiefen Intelligenz und bitte um Führung.
denn das wird mich sicher aus dem Traum bringen. Aus dem endlosen Labyrinth des Egos, das zwar immer mit neuen Formen lockt, doch der Inhalt ist letztlich immer der gleiche. Wir bekommen nur Illusionen angeboten, die uns weiter im Labyrinth halten sollen. Wir brauchen Führung. Und das geht am leichtesten, indem wir akzeptieren, dass wir keine Ahnung haben, unsere Geschichten loslassen und uns an die Essenz wenden, die wir spüren können, die Essenz unseres Lebens, das, was uns trägt, was uns hält. Das, was uns liebt und uns jetzt ein Jahr lang versichert hat, dass wir völlig sündenlos und schuldlos sind und es nur ein Missverständnis, ein Irrtum ist, dem wir aufgesessen sind. Und wir deshalb frohgemut nach Hause zurückkehren können. Es erwartet uns Liebe, keine Strafe. Es erwartet uns Befreiung, keine neuen Fesseln. Es erwartet uns grenzenlose Freiheit. Und keine Aneinanderreihung von Konflikten, die uns immer einengen und in denen wir nicht wissen, was wir tun sollen, es zwar vermeintlich nach bestem Wissen und Gewissen lösen, doch am Ende doch wieder nur einen neuen Konflikt angeboten bekommen. Die Macht der Entscheidung liegt bei dir. Und du kannst dich in jedem Moment neu entscheiden. Danke für unser gemeinsames Lernen. Danke für deine Geduld und dein Üben und Praktizieren.